Moin. Jo, wie ihr dem Videotitel schon entnehmen konntet, ist das hier ein kleines Infovideo. Ja, ein Infovideo über eine kommende Spendenaktion. Das ist eine Spendenaktion, ja, die Miro und ich zusammengestalten werden. Da werden dann verschiedene Messer und Gear auf sowohl meinem wie auch seinem Kanal versteigert. Und parallel dazu auch noch auf Facebook in der Piratengruppe. Wie das zu dieser Spendenaktion gekommen ist, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Das tut mir leid für all die, die das nicht interessiert. Ich persönlich finde sowas immer, ja, ganz interessant zu hören, wie bestimmte, Dinge entstehen. Letztes Jahr im November hatten wir eine große Spendenaktion auf Facebook laufen. Die war auch wieder sehr erfolgreich. Hat 5.600 € eingebracht. Das Geld wurde damals aufgeteilt. Die eine Hälfte ging nach Kiel, Kinderkrebshilfe. Die andere Hälfte ging an den Gnadenhof. Und immer eine gute Sache, sowas. Und im Vorfeld dieser Spendenaktion hatte ich halt um Vorschläge gebeten, wo das Geld hingehen könnte. Also wurden erstmal Vorschläge gesammelt. Und ja, da waren eigentlich nur gute Sachen bei. Unter anderem ja, Roter Keil. Und bei der Abstimmung hatte halt diese Organisation Roter Keil keinerlei Chance. Er hat ein paar Stimmen bekommen, aber ja, war halt weit abgeschlagen. Und ich erinnere mich noch heute gut daran, dass mich Miro anschrieb, dass das sehr schade fändet oder findet, dass Roter Keil ja keine Chance hatte, weil er einfach die Organisation sehr, sehr gut findet und die gerne unterstützen würde. Und ich weiß noch genau, wie ich damals dann gleich zu ihm geschrieben habe: Kein Thema, da werden wir dann nächstes Jahr im Frühjahr irgendeine Aktion zusammen machen. So, das war dann für mich erstmal abgehakt, im Hinterkopf gespeichert. Ja, bei Miro selbst war die Sache aber sehr, sehr wichtig verankert. Das habe ich schnell gemerkt. Schon nach ein paar Wochen fragte er noch mal an, wie wir das denn aufziehen wollen und wann wir das machen wollen. Deshalb nahm das recht schnell Struktur an. Dadurch, dass ich viele, viele Spendenmesser zugeschickt bekommen habe, in den letzten Monaten wieder. Vielen, vielen Dank dafür an alle Spender. Ja, war es kein Problem, ja, dann ein paar Messer zu finden, die man für diese Spendenaktion nehmen kann. Obendrein haben sowohl ich wie auch Miro im Besonderen eigene Messer in diese Spendenaktion gepackt. Also der Miro selber buttert da ordentlich rein, und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig ihm das ist, diese Organisation zu unterstützen. Und ich werde euch mal alle wichtigen Links unten in die Videobeschreibung packen, beziehungsweise wichtigen Links. Es gibt hier zum Beispiel beim Roter Keil, wenn wir hier mal Netzwerk machen, dann findet man ein Informationsvideo über Roter Keil. Das werde ich euch mal verlinken. Außerdem hat man hier aktuelle Projekte, wie zum Beispiel das Geld zusammenkommt und die ganzen Organisationen, die halt unterstützt werden. Gibt eine Menge Organisationen in Deutschland, die unterstützt werden. Roter Keil muss man sich sozusagen als ja, als so ein Dachverband, als Netzwerk vorstellen. Die unterstützen sehr viele bestehende Projekte. Hier hat man jede Menge aufgeführt, sowohl in Deutschland als auch weltweit ehemalige Projekte. Da kann man sich einfach mal ein bisschen schlau lesen. Packe ich euch alles unten rein. Und im Grunde geht es darum, dass ja, gegründet wurde es damals im Kampf gegen Kinderprostitution und überhaupt Missbrauch an Kindern im Allgemeinen. Sehr, sehr heikles Thema, holt man nicht gerne in die Öffentlichkeit. Und Roter Keil unterstützt da viele Projekte im Kampf gegen diesen Missbrauch. Also ja, eine wichtige, eine gute Sache, wie ich finde. Und all das Geld, das bei den Spendenaktionen jetzt zusammenkommen wird,
Demiro und ich hier tätigen werden, sowohl auf YouTube wie auf Facebook, werden natürlich im kompletten Umfang zu 100% dann an Roter Kajal gespendet. Ja, stattfinden wird die Spendenaktion am 13.03. Und zwar sowohl auf YouTube wie auch bei Facebook, jeweils um 20 Uhr. Auf YouTube wird der Miro anfangen. Miros Kanal verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Checkt den mal aus, wenn ihr den noch nicht im Abo habt. Miro wird dann das erste Spendenvideo am Montag hochladen um 20 Uhr. Die Videos werden immer 24 Stunden laufen, enden dann automatisch am nächsten Tag um 20 Uhr. Und dann findet sozusagen am Dienstag auf meinem Kanal das nächste Spendenvideo statt. Also es wird immer einen Wechsel geben. Montag Miro, Dienstag ich, Mittwoch Miro, Donnerstag ich und so weiter bis Sonntag. Und genauso wird es auch auf Facebook laufen. Am Montag werde ich da das erste Messer einstellen. Ebenfalls um 20 Uhr, läuft ebenfalls 24 Stunden. Und am Dienstag wird Miro dann auf Facebook ein Messer einstellen. Und in diesem Wechsel wird es dann 14 Versteigerungen geben, genau eine Woche lang. Und wir hoffen natürlich, dass dabei eine Menge Geld rumkommen wird. Ja, Bezahlung wird ganz normal laufen, zumindest bei mir, entweder Überweisung oder PayPal. Ich werde die Sachen nur als DHL-Paket verschicken, also kommen auf alle auf die Versteigerungs- oder beziehungsweise auf die Summe, die man geboten hat, kommen dann noch 5 Euro dazu. Das sollte dann jedem bewusst sein. Aber das werde ich dann im jeweiligen Video beziehungsweise Versteigerungsaktion auf Facebook dann nochmals erwähnen. Jo, im Großen und Ganzen war's das jetzt. Ist auch wieder ziemlich lang geworden für so ein kurzes Infovideo. Ich hoffe, ihr werdet sowohl bei mir wie bei Miro reichlich mitbieten. Kommen wirklich ein paar tolle Sachen auf den Tisch. Tolle Messer. Und da kommt dann hoffentlich auch ein bisschen was zusammen. Damit wir eine etwas größere Summe an Roter Kajal überweisen können. Gudi, das war's dann auch von mir. Alles klar. Dann sieht man sich nächste Woche hoffentlich bei den Versteigerungsvideos. Und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.